Moin Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute Stadion Block Nummer 5. Ich besuche das Spiel zwischen Hertha BSC Berlin und dem SC Paderborn. Ich bin das Wochenende in Berlin und wie es der Zufall so wollte, hat das perfekt in den Terminkalender reingepasst. Es könnte laut Berliner Kurier sogar zum Profidebüt von Nader Djindawi kommen. Ich halte euch auf dem Laufenden und nehme euch heute mit. So, meine Reise beginnt heute schon relativ früh. Mein Zug fährt um 7.45 Uhr. Ich fahre mit dem Flixtrain für 15 Euro. Günstiger kommt man nicht nach Berlin. Dann geht es ungefähr 2 Stunden Richtung Berlin Hauptbahnhof. Von da aus kurz im Hotel einchecken. Dann geht's frühstücken. Und dann wird sich auch schon auf dem Weg ins Olympiastadion gemacht. Angekommen in Berlin, die Überfahrt lief problemlos. 2 Stunden habe ich gebraucht, jetzt bin ich gerade am riesen Hauptbahnhof. Ich mache mich jetzt auf den Weg Richtung Hotel. Hertha BSC gegen Paderborn, das verspricht viele Tore. Das verspricht zwei Mannschaften, die so ein bisschen den Erwartungen hinterherhinken. Hertha nach einem riesen Umbruch dieses Jahr ja, um Besserung bemüht, auch in der Tabelle weiter zu klettern. Aktuell auf Tabellenposition 12. Und Paderborn, eigentlich eine sehr souveräne und gute Zweitligamannschaft über die vergangenen Jahre gewesen, die aktuell noch auf dem 9. Tabellenplatz stehen, aber seit 5 Spielen ungeschlagen sind. Also der Trend ist da sehr positiv und ich verspreche mir heute ein schönes Spiel hier mit vielen Toren. Essen ist angekommen, sieht richtig gut aus. Ich bin ein bisschen im Zeitstress, weil in einer Stunde schon Anpfiff ist, aber ich hoffe, dass ich es pünktlich im Stadion schaffe. Angekommen am Olympiastadion. Ich gehe mal davon aus, dass heute so um die 35.000 bis 40.000 Menschen da sein werden zur Zweitligapartie des Tabellen-9. aus Paderborn gegen den Tabellen-12. aus Berlin. Die letzten Duelle versprachen immer viele Tore, deswegen gehe ich auch heute von einem 2:2 aus. Kurzes Update zu Nader Djindawi, der ist nicht dabei, der spielt mit der U23 von Hertha bei Luckenwalde und auf Seiten Paderborns sitzt Max Kruse auf der Bank. Wer allerdings dabei ist, ist Florian Muslia, der Mann, der letzte Woche gegen St. Pauli ein Tor aus knapp 60 Metern gemacht hat. Und ich denke, dass der heute auch wieder richtig gut drauf sein wird. Wir sehen uns gleich im Stadion. So, angekommen im Olympiastadion.
Halbzeit im Olympiastadion. Hertha BSC führt 2:0 durch die Tore von Tabakovic und Kenny. In der Höhe vielleicht ein bisschen zu hoch. Paderborn auch zwei, drei richtig gute Konterdurchbrüche gehabt über die rechte Seite, über Sherlock Conte, wo auch auf jeden Fall die Chance war, ein Tor zu machen. Generell spielt Hertha so ein bisschen abgezockter. Die bessere Spielanlage hat allerdings Paderborn. Ich muss sagen, ich war persönlich noch nie so spät im Stadion, wirklich mit Anpfiff. Das Frühstück hat sich dann doch noch ein bisschen länger gezogen als geplant. Aber das Spiel ist top. Karte 25 Euro, kannst du nichts sagen. Und dann schauen wir einfach mal, was die zweite Halbzeit noch so bringen wird. Es macht den Schuster, oder für das Spiel mit der 17.
angekommen im Hotel. Das Spiel ist 3:1 für Hertha BSC ausgegangen. Haris Tabakovic mit dem Doppelpack und Jonjo Kenny trafen für die alte Dame. Auf Seiten Paderborn hat Florian Musiala das Tor gemacht. Insgesamt war Hertha ein Stück weit reifer und abgezockter, sodass das 3:1 am Ende des Tages auch in Ordnung geht. Die Ostkurve hat richtig gute Stimmung gemacht. Generell muss man allerdings sagen, dass bei einem Zuschauerandrang heute von 35.000 Personen das Stadion nicht mal zur Hälfte ausverkauft war. Ich denke, es ist einfach für Hertha BSC die bessere Option, ein reines, kompaktes Fußballstadion wirklich in Angriff zu nehmen mit um die 40.000, 45.000 Personen, weil das weite Rund sah dann mit den leeren Plätzen schon nicht ganz so attraktiv aus. Wenn ihr in Zukunft keine weiteren Stadion-Vlogs mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.